So, wir ziehen uns mal Julian Bams Roomtour rein, Digga. Da bin ich mal gespannt. Auf geht's. Hallo, mein Name ist Julian Bam. Und willkommen 3,5 Jahre später in meiner Bude. Komm rein. Anne, bleib noch mal draußen. Wir haben eine ganze Pimp My House Serie gedreht, die wir aber nicht hochladen werden. Das war letztes Jahr Frühling, Sommer oder so. Mhm. War das da? Diese Serie laden wir aber nicht mal hoch, weil das kann zu sehr vielen Verwirrungen führen. Einfach, weil dann doch ein paar mehr Leute aufeinander gehockt haben. No way. Aber ab und zu blenden wir vielleicht mal ein paar Szenen ein, weil ihr müsst auch wissen, wir haben da selbst, ne? Wir haben da nämlich selbst dran gearbeitet und ja, eigentlich eine sehr, sehr geile Serie. Sehr traurig auch eigentlich. Deutlich scheiße laut, ne? Einfach. Ja. Wir machen die Roomtour heute mal ein bisschen anders, so eher Alrighty. Wie wir halt sind und zwar alt und nicht mehr so cringy wie damals vor 3,5 Jahren. Aber hier zum Beispiel, schwenkt mal zum Fitnesscenter. So, gönnt euch, was ist das hier? Wir haben die Scheiben hier foliert mit Arnold Schwarzenegger. Einfach, ganz weil unangenehm. Es unangenehm war, wenn Leute hier dran vorbeigegangen sind und wir Fettsäcke sind hier am Trainieren und am Schwitzen, am Schreien, Brüllen und Weinen. Verliebt. Deswegen dachten wir, komm, folieren wir das. Aber Bro, geil. Warum motivierend. Denn? Motivierend, Freunde. Ist das nicht motivierend? Warum denn so? Und wenn man Licht anmacht, gönnt euch mal den Effekt, dann verschwindet der halt so. Übersick, Alter. Ich krieg direkt Komplexe. Was ist denn hier los? Das ist wie so ein Hologramm nur. Boah, das ist echt eine sehr gute Idee. Der Arni hat für jeden Arm noch eine neue weird. Folie. So breit sind die. Das ist einfach so ein Riesenarm. Dann gehen wir mal rein ins Fitnesscenter, denn da hat sich auch so einiges getan. Und zwar sind mittlerweile da Spinnenweben, weil wir da nie wieder drin waren. Aber auch hier hat sich so ein bisschen was verändert. Da sind mehrere Künstler dran beteiligt gewesen. Und das hat sich quasi mit der Zeit so entwickelt. Ne? Mhm. Wir haben hier Gummis für jegliche Situation in verschiedensten Farben, in verschiedensten Stärken und Größen und Längen, Breiten, alles. Und ansonsten hat sich hier erstmal nicht viel verändert. Doch, wait a second. In dem letzten Roomtour-Video war das hier noch fucking Bam Shop. Oh, schala, Bruder. Schlechte Ausführung, nicht ausgegangen. Beine das anwinkeln. Machen wir dann einmal im Monat und dann reicht das eigentlich auch schon. Okay. Ey, Ikea ist immer dasselbe, ne? Für nach dem Lockdown, für nach Corona, wenn wir wieder Gäste empfangen können hier, haben wir das hier alles schön gemacht. Man kann hier Schuhe, also das ist einfach, das ist gar nicht mal für die Gäste, lol. Toilette natürlich. Neue Toilette, mit der letzten Toilette ist nämlich das hier passiert. Was? Und hier sind keine Rimjobs erlaubt. Der Bereich ist rim-free hier. Das mussten wir auch immer festhalten, weil ist so einiges passiert hier. Boah, einige Rimjobs passiert und das ist halt echt nervig, Alter, immer so. Weißt du, was Rimjob? Ah ja, hier an der Wand halten wir die schönsten Momente meines Lebens nochmal fest. Alright. Hier die Preise, es sind noch ein paar dazugekommen, aber es gab jetzt keine Veranstaltungen mehr. Der Brunnen leider immer noch ein bisschen Ablagefläche. Für Thomas halt, mega ätzend. Und hier, der Bereich hat sich sehr schön verändert. Und zwar, wir hatten immer das Problem, wir hatten Equipment ganz weit oben und mussten halt immer, wir haben ja immer nach unten gedreht und deswegen haben wir alles jetzt nach unten verfrachtet und eine schöne Ordnung reingebracht. Das meiste an Equipment haben wir schon weggegeben, verkauft und sonst was. Hier nochmal ein Instagram-Foto, wie viel wir gefunden haben hier in diesem Haus. Das ist heftig, oder? Hier Stative, Greenscreen, Reflektoren, Laubbläser, alles, was man für einen guten Dreh braucht, Alter. Das habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gesehen. Die Endertruhe, weißt du, was eine Endertruhe ist? Das ist keine Endertruhe, der ist eine Kiste. Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin Minecraft-Profi, weil ich jetzt mit Simon ohne Minecraft-Spieler und es ist immer nur krass, wie krass ich werde. Ich mach dir jetzt direkt eine Schnelle. Nein, ich bin tot. Oh mein Gott, ey, was ist denn hier? Nein, unser Samentopf brennen! Mittlerweile würde ich schon sagen, bringe ich Simon eher alles bei. Hier der Millennium Falcon, auch ein Limited von meinem Bruder. Das hier ist dann meine Version. Das haben wir schon seit 20 Jahren, aber wir kleine Kinder, als wir es bekommen haben. Wenn man hier drauf drückt, dann macht er einfach den Move hier. Junge, oh, wild. Chillig. Sau geiles Ding. Boah, Alter. Boah, die Batterien waren komplett verschmolzen. Ich gehe kurz Hände waschen, Alter. Ich finde das so ekelhaft, wenn da diese Batterien auslaufen. Batteriesäure, Alter. Gar keinen Bock darauf. Ist Batteriesäure nicht tödlich? So verabschieden. Oder hier ätzend? Geile Lichtschwerter hier, ne? Stabil. Hurensohn. Das kann nicht sein, Alter. Wir sollten auch gleich mal rausgehen, bevor es dunkel ist. Bei Ju im Haus stört mich immer eine Sache. Es ist viel zu viel Stuff. Es steht einfach zu viel Stuff rum. Wisst ihr, was ich meine?
Ich finde es scheiße. Ich finde es scheiße, dass so viel Stuff rumsteht, Mann. Das kannst du in deinem Gaming-Zimmer haben, aber in deinem Haus muss alles clean sein. What the fuck? Dunkel wird. Okay. Der Blaster, den wir einfach nie zurückgegeben haben. Baby, mach den Prinzen, Mutter, hast dasselbe doch im Kopf. Dasselbe doch im Kopf. Das hat sich nicht verändert. Das ist gleich geblieben. Komm mal zu mir, denn wir haben hier was sehr Großes umgebaut im Wohnzimmer. Dieser Sessel ist überhässlich. Digga, dieser Sessel ist überhässlich. Luca, danke schön, Bro. Wohnzimmer geht klar, diese Holzwand. Ja. Das Ding habe ich mit aufgebaut, zusammen mit Tomic. Was kann das? Was macht das? So. Oh, das ist... Und, das muss man, glaube ich, von der Seite sehen. Es hat Licht an den Seiten. Guck, pam. Geil, oder? Und die Lampen auch oben, neu, sehr, sehr viel geiler. Die kannst du auch umstellen, kannst dir einfach mal so einen kleinen Rimlight geben. Falsch. Und jetzt kann man von hier entspannen, auch mal einen Film schauen. Hier kann man auch mal, ne? Das Sofa ist auch sehr, sehr gemütlich. Das ist ein richtig schönes Sofa. Wir hatten so dieses dreckige Drecksofa damals, so auf Billow. Aber das hier, wir haben diesen Raum getrennt, weil der war eh sehr, sehr groß und ja, man konnte nicht wirklich was machen damit. Guck mal hier, das ist doch edel auch, ne? Mit Stein hier in der Wohnung. Wir dachten auch, was passt hier nicht nur farblich, sondern halt auch einfach. Drew hat so einen Weirdo-Geschmack, aber ich finde es nicht über bad so. Aber es ist so ein bisschen weirdo. Hier hinten ist einfach eine Psychologiepraxis entstanden, wie man sieht. Von der Genre herein und da dachten wir an Holz. Hey Chad, hört auf, Drew zu haten. Alles so ganz, ganz leicht asiatisch angehaucht, was ich halt immer nice finde, ne? Das ist mittlerweile einer meiner Lieblingsplätze hier. Zum Weinen. Wir haben den Kamin hier, wenn es mal ein bisschen kühler wird, ne? Haben hier so ein paar Plätze und dann kann man hier zum Beispiel super gut brainstormen. Wenn wir ein bisschen am Schreiben sind hier für Netflix, dann setzen wir... Kiffen, oder? Man kann da kiffen. ...uns auch ganz oft hier hin. Ich finde die Kombination super schön. Wir haben hier teilweise diese großen, neu sanierten Fenster, die halt schon so konträr zu dem Denkmalgeschützten stehen. Und dann haben wir trotzdem auch das Grün aus dem Garten hier nochmal fortgeführt in dem Raum, dass wir halt immer noch dieses... braun, holzige und grünliche pflanzenmäßige hier drin haben und ich finde die Kombination einfach sehr lässig. Dann noch. Ich finde es nicht bad, aber es wäre nicht so mein Film, wisst ihr, was ich meine? To be honest, ich sag's immer so, wenn ich mir jetzt wirklich eine krasse Villa ziehen würde, ich würde instant hingehen, Digga, mir wahrscheinlich eine Innenarchitektin holen, Digga. Nochmal, haben wir halt, ne, ich stehe immer so mega krass auf Komplementärfarben. Ich finde es ja nicht bad, es ist einfach nur nicht mein Style. Rote Stühle, die nochmal schön rausstechen. Rot ist ja komplementär zu... Ocker. Ja. Schreibt's in die Kommentare. Ocker. Momentan habe ich ja Rücken, ne, da muss ich immer so Übungen machen, Digga. Und hier haben wir ein bisschen Gin noch hier. Weiter geht's. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt in den Garten, bevor es zu dunkel wird, ja? Wir sind momentan, by the way, wirklich nur hier zu Hause. Ah, guck mal. Was machst du noch? Ich? Wenn ich nicht hier bin? Ja. Schlafen. Ich sag Thomas... Das hier ist chillig. Das sieht genauso verranzt aus wie mein Innenhof, Digga. No joke. Ich hatte große Ambitionen mit meinem Innenhof, Digga, bis mein Vermieter angefangen hat. Ah ne, der hat gar nicht mit irgendwas angefangen. Actually hat mein Vermieter nichts gemacht und es ist einfach, die Wohnung fällt auseinander. Ganz oft so, hey, mach das Wochenende frei. Doch, das sage ich wirklich. Wir haben Hühner. The fuck? Wieso machst du Juice runter, Digga? Ich sag doch nur, dass ich die Einrichtung nicht unbedingt hundertprozentig fühle. Die Hühner zum Beispiel, die fühle ich. Freunde, so sieht es natürlich hier aus, aber ich meine, das kennt ja schon eine heftige Wertsteigerung von locker 150.000 Euro. Okay, wer hat dir das gesagt? Und hier direkt auch auf der Seite Wertsenkung des Hauses von 150.000 Euro, weil die einfach unseren Rasen gefickt. Not stonks. Ist schon sehr süß. Die Nachbarn freuen sich auch, die gucken raus und hören die ganze Ich muss euch, glaube ich, hier nicht so ganz rumführen. Das meiste kennt ihr, es ist sehr dreckig. Wir können mal zeigen, wie es im Pool aussieht. Wollt ihr es sehen? Ja, warte. So sieht es aus. Sag nicht, dass hier der Pool schon wieder verranzt ist. Geht eigentlich, ne? Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Dafür, dass es fucking Regenwasser ist. Das ist Regenwasser, ne? Nee, zur Hälfte Regenwasser, zur Hälfte noch das alte Poolwasser. Willst du mal kurz rein? Was ist denn mit Ju los? Boah, es ist so kalt, nee. Fühlst du Vitra-Sessel? Sind das die mit den Schnüren? Ach, die. Ah, Bro, weiß ich nicht. In einer modernen Ausführung schon. Ich hatte mal so einen, Digga. Ah, weiß ich nicht. Bro. Schwierig. Sessel sind immer, finde ich, ein weirdes Ding. Sessel muss man halt fühlen. Sessel sind so, keine Ahnung, Digga. Also,
Wenn ich mir jetzt einen Sessel ziehen müsste, so, ja, das sind halt diese, ich weiß nicht, ob ich Sessel überhaupt fühle, Digga. Es gibt doch diese, die finde ich, to be honest, chillig, diese Bauhaus-Sessel halt hier. Die hier sind auch sehr geil. Ist halt so 20er Jahre Brutalismus Bauhaus-Architektur so. Und dann gibt es auch noch die, gibt auch noch diese Bauhaus-Stühle, Digga, die sind auch sehr wild. Das sind, glaube ich, die mit den Streben. Das sind die hier, Digga. Ja! Boah, Bro. To be honest, das wäre ein Sessel, den würde ich fühlen, Digga. Das ist ein Sessel, den fühle ich. Nicht, weil der 17.000 Euro kostet, sondern weil der einfach insane geil aussieht. Imagine, du stellst dir den in eigenen Farben zusammen, Bro. Und hast den in deinem Wohnzimmer stehen, Bro. Digga, das ist einfach ein Artpiece. Wisst ihr, was ich meine? Checkt mal, wie geil das aussieht, Jungs. Also, wenn das in einem spacious Wohnzimmer steht, Junge. Wenn das in einem Wohnzimmer steht, wo richtig viel Platz drin ist. Oh, Junge. Schon geil. Oder das hier. Das ist doch auch geil, oder? Chat. Eins, wenn ihr euch da draufsetzen würdet. Was ist das? Digga, stell dir mal vor, so ein Wichser sagt so, Bro, ich hab einen Stuhl entworfen, Schreinermeister, und dann zeigt die dir das hier. Digga, ist das zum Scheißen in der Mitte frei oder was? Ganz weirdes Ding. Ganz weird. Thomas, geh rein, komm jetzt rein für die Klicks, mach. 420 Euros. Jetzt nicht diesen miesen. 420 in den Chat. Alter Schwede, ey. Man muss auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Kannst dich immer so ernst. Mann, da muss noch ein Whirlpool hin, oder? Sein. Das ist 420 Emote natürlich, Chat, klar. Ne? Natürlich, klar. Im Sommer werden wir wahrscheinlich den Garten nochmal richtig schön machen, ein bisschen voller machen. Mhm. Ich glaube, das mit dem Tiergras hat nicht so ganz funktioniert. Weil diese kleinen Hühner hier, die kommen immer wieder raus, jeden Morgen. Ob die jetzt hier drauf springen und dann rausspringen, ob die aufs Haus drauf springen oder. Hey, dann mach doch den Tisch da einfach weg, Digga. Abhauen. Dann picken die halt schon den neuen Rasen weg. Ja, dich meine ich. Dich meine ich auch. Das ist hier, arbeiten wir auch. Hier ist quasi das, unser Raw Mind Büro, unsere Produktionsfirma. Also das ist die Main Station eigentlich von meinem Bruder. Mein Bruder, das ist sein Platz hier. Hier haben wir einen großen Fernseher und das ist alles. Das finde ich chillig, das gibt mir voll den Startup-Vibe, mag ich. Zu spiegeln, wenn wir hier mal arbeiten. Und hier war damals ein Schlafzimmer. Hier war damals mein Schlafzimmer. Kannst du kaum glauben, dass hier mal ein Schlafzimmer war, oder? Alex? Nee. Diesen Schalter darf man auf gar keinen Fall drücken. Wer hier hinkommt und den drückt, den fickt. Die Tür ist neu, die Tür ist schön. Ich werde den Schalter drücken, wenn ich nächstes Mal da bin. Das ist eine wirklich schöne Tür. Die hat auch so, guck mal, wie geil die zugeht. Wow, das ist nice. Guck nochmal. Ja. Oh, Bro. Dann gehen wir mal hoch, oder? Oben hat sich noch so ein bisschen mehr verändert. Geile Sicht, Alter. Hier sehr, sehr teures Plexiglas. Nicht mein Vibe. Sehr schönes Gemälde. Ist eine Fotografie, oder? Feier ich enorm. Aber wo sind denn die neuen Bilder? Okay. Hier geht's weiter in unser Space, das ist unser Creator Space. Unser Creator Space. Sieht gut aus. Förster? Nein, das ist Forster. Der gerade hier so tut, als würde er ein Jugmini-Video hochladen. Ich tue nicht so. Ich hab. Strong. Hier unsere Kaffeemaschine, hier ein kleiner Kühlschrank. Mhm. Hier einmal Lady Gagger. What the fuck? From Thomas, der wollte es unbedingt dahin gehangen haben, aber finde ich super, super nice, das Bild, by the way. Das hier ist mein Platz, Freunde. Immer direkt nah an der Quelle hier. Die haben einfach einen kompletten Schrank zum Vapen, Junge. Und hier Nano Leaves von Wish. Das Schmuckstück hier in diesem Raum sind nicht die Farben, sind nicht die neuen Lampen hier, die ein sehr, sehr gutes Licht zum Arbeiten abliefern, halt, ne? Sondern der maßgeschneiderte Tisch hier, nice. Der hier einmal durchgeht, der eine unglaublich nice Oberfläche hat, der schön groß ist, nicht mehr diese Billo IKEA Tische, die halt auch alle durchlöchert wurden von Thomas Aggression. Wir haben das hier, das ist auch super nice. Steckdose ein. Vape Nation. USB-Sticks. Nice. Und das hier, ist geil. Das ist, ich finde es ist cool. Aber es ist auch nicht jetzt so mega cool. Ja, man braucht es ja eigentlich. Man braucht es nicht, aber es war eine Überraschung für uns. War eine Überraschung. Deswegen kann man das nur feiern. Ja. Tada! Es ist cool.
Finde ich jetzt nicht weg, finde ich nice. Ist cool. Ja, ist cool. Das hat auch derjenige, der diesen Tisch hier maßgeschneidert hat, für uns auch noch gebastelt. Sogar for free uns geschenkt. Und das sieht halt geil aus. Und das war's mit diesem Raum hier, ne? Diese Wand habe ich ja auch zusammen mit MyHammer aufgeschlagen, aber was sich dahinter befindet. Okay. Sobald ich einen Freundeskreis habe, habe ich den unglaublichen Drang, mich nackt zu zeigen. Schwie. Ja, ja. Ihr richtiger, schwierig. Okay, wir gehen nach oben. Ey, geh nicht so dicht an meinem Arsch. So, willkommen zu unserem Botel. 2 Sterne nur, weil, ja, seht ihr selber. Aber ist trotzdem nice. Da pennt momentan Alex. Und guck mal, wie nice es hier aussieht. Oh, das ist das alte Zimmer von Vince. Das war mal das Studio von Vince. Weil der Vince ja, wenn überhaupt nur zu Besuch kommt, dachten wir, lassen wir das auf jeden Fall hier. Es wäre irgendwann mal, ne, wenn der Lockdown ein bisschen vorbei ist, dann wieder auch Musik machen wollen, er dann hier direkt seinen Platz hat. Tisch ist eventuell ein bisschen kleiner geworden. Hier diese ganzen Halldämpfungsplatten haben wir alle auch noch hier. Halldämpfungsplatten. Hier fortgesetzt, fortgeführt. Wir haben die Wand hinten grau gemalt. Wir haben hier noch mit Schimmel. Wisst ihr, was man da für einen Hit aufnehmen könnte? Ganz gut, Chat. Let's go. Let's go. Mit Grün gearbeitet. Die Schaumstoffplatten haben wir auch hier welche. Und um das Thema weiterzuführen, haben wir das auch nochmal hier dran gehangen. Das Bild seht ihr jetzt zum ersten Mal final. Das ist ja ein Video, ganz was weird. Ich euch Bewerbern geschickt hatte, dass ihr es mal schneiden könnt. Also so sieht es final aus. Thomas? Sieht aus wie so ein. Wunderschön. Ja? Ja. Ganz wild. Ich meine, guck da drauf und guck da drauf. Okay. Ist strong. Bambusholz ist das hier. Das Grün setzt sich hier auch wieder fort von unserem Garten. Wir sind halt sehr grüne Menschen. Wie so ein kleines Gästezimmer. Ja, wie so ein kleines Hotel einfach. Das finde ich nice, das Zimmer. Ich finde es super, super nice. Ich fand es sehr schön, euch einfach mal so ein bisschen durchs Haus zu führen. Okay. Einfach mal die zeigen. Küche es hat sich Ju in den letzten Jahren auch sehr vieles verändert. Oh, auch in meiner Umgebung. Wie das will ich jetzt sagen, extrem gespannt. Jetzt sieht es so aus. Ist schon schön auf jeden Fall. Wäre nicht meins, aber es ist schon schön, definitiv. Das sind diese Shots, die es so gibt, wenn man so in so einer Asi-Familie, wenn die so das Haus neu gebaut haben, dann kommt immer diese Musik und solche Shots. By the way, falls ihr mehr von meinen Fledermausgeräuschen hören wollt, lasst gerne ein Like da. Nein, wollen wir nicht.